Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 mit mir, dem Shartox. Wir sind gerade im Tempel des alten Volkes, wo wir durch ein kleines Labyrinth laufen müssen und gegebenenfalls auch irgendwelchen komischen Steinwalzen ausweichen. Ja, ist super toll, haben wir auch geschafft, wie Aeris gerade sagt. Puh, wir haben es geschafft. Alles okay bei euch? Das war ganz schön hart. First try. Oh nein, Cloud, komm schnell! Was ist denn jetzt schon wieder? Schnell, hier lang! Tja, Aeris war vorher eigentlich ein relativ normaler Charakter, aber hier im Tempel des alten Volkes, da blüht sie voll auf. Es ist voll vom Wissen des alten Volkes. Nein, nicht Wissen, sondern Bewusstsein, eine lebende Seele. Er will etwas sagen. Tut mir leid, ich verstehe nichts. Und da legen wir uns erstmal wieder auf den Boden. Was? Was ist los? Gefahr? Ein böses Bewusstsein? Wie zeigen? Du zeigst es mir? Zeig's mir. Was ist los? Warte, schau, es zeigt uns was. Zeng, was ist das? Können wir damit das verheißene Land finden? Gute Frage. Das melden wir dem Präsidenten. Sei vorsichtig, Zeng. Ja. Hey, Elena, wie wär's mit einem Abendessen, wenn dieser Auftrag vorbei ist? Danke vielmals, wenn ich mich entschuldigen dürfte. Ist das hier das verheißene Land? Nein, das kann es nicht sein. Sephiroth! Du hast also die Tür geöffnet. Gut gemacht. Was ist das für ein Gebäude? Ein Raum voller Wissen, die Weisheit des alten Volkes. Ich werde eins mit dem Planeten. Eins mit dem Planeten? Ihr dummen Narren, habt ihr nie daran gedacht? All die spirituelle Energie dieses Planeten, all seine Weisheit, seine Kenntnisse, all das nehme ich auf. Ich werde eins mit ihnen und sie werden eins mit mir. Du kannst das? Hier geht's lang. Euch alle erwartet der sichere Tod, aber fürchtet euch nicht. Denn durch den Tod wird neue spirituelle Energie geboren. Alsbald werdet ihr wieder leben, als Teil von mir. Hast du es gesehen? Oh, große Güte! Wo ist der Saal mit den Bildern an der Wand? Fast da! Sephiroth ist hier, nicht wahr? Egal, was er denkt, hier ist Schluss. Ich mach ihn fertig. Ich hab nichts damit zu tun, aber egal. Ich pack trotzdem mit an. Nein. Sephiroth. Komm her. Küss mich. Was tut er da? Achso, er verschwindet einfach wieder. Njam, njam. Speichern. Thank you. Gut, dass wir das machen können. So, Seilbahnstation, here we go. Oh, hier haben wir das jetzt mal abgespeichert. Haben wir das jetzt mal gar nicht gemacht, als wir hier waren? Oh, na gut. Wenigstens haben wir das jetzt gemacht. Klasse. So. Oh, warte mal. Huch. Ich habe hier doch ein Zettelchen für mich bereitgelegt.
Wo steht das denn? Oh Leute, hier fehlt was. Ich habe hier mir extra Notizen für diesen Part gemacht. Und ich habe keine Ahnung, wo die Notizen sind. Das ist natürlich toll. Sehr schön. Na egal. Gut, dann halt ohne Notizen weiter. Oh, wartet mal. Ausruhen? Ausruhen? Kuriert das unseren Zorn? Will ich gar nicht. Aber was ich kurieren will, ist vielleicht meine MP. Ausruhen. Ah, okay. Und alle meine Zustände sind natürlich wieder refreshed, weg. So, hier kommen wir zum Uhrenrätsel. Das ist natürlich was anderes. Ich bin der Zeitwächter. Du, der das Wissen des alten Volkes suchst. Ich herrsche über die Zeit. Wähle deinen Weg. So, Zeitverschiebung selbst steuern, drehen, weiter. Abbruch ist weiter. Okay, ist drehen. Okay, am einfachsten ist es, glaube ich... Naja. Zeitverschiebung selbst steuern. Zeit zurückdrehen. Klar. Also, wir gucken uns an, was hinter jedem Türchen lauert. Also, jetzt nicht unbedingt hinter jedem Türchen. Also, bei der 12 geht's, glaube ich, einfach straight weiter in der Story. So, wir machen es so. Das ist natürlich herrlich, oder? Okay. Nein. Zurück. Abbruch ist weiter. Es ist Zeit, du kannst weiter. So, da oben ist die 12, da müssen wir theoretisch hin. Huch, was? Moment, was habe ich jetzt hier gemacht? Diese Atmosphäre. Oh Mann, ich hätte zu Hause bleiben sollen. Hä, was, wie? Habe ich jetzt überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass man erstens runterfliegen kann und zweitens, dass hier noch irgendwelche Battles sind. Was? Habe ich jetzt ehrlich nicht auf dem Schirm, Leute. Aber egal, mach nichts. Vielleicht finde ich ja hier meine kleine, aber fein, nicht vorhandenen Notizen. Nein. Ne, kein Plan. Oh, grüne Hand ist ready. So, wir müssen auf jeden Fall in irgendwie Türchen zwischen 4 und 8 checken. Da sind auf jeden Fall, glaube ich, die wichtigsten Sachen tatsächlich drin. Alles andere ist, glaube ich, eher so optional. Aber diese Türchen sind auf jeden Fall sehr wichtig. Die müssen wir auf jeden Fall checken. Und wir bekommen hier eine Nagelkeule. Das ist eigentlich eine ziemlich interessante Waffe für den lieben Cloud. Hat zwar gar keine Fassungen, aber hardcore stark einfach nur. Gut. Gehen wir mal raus. Ach du Kacke. Hier kommen wir also raus. Ja gut, okay. Diesen Weg erspare ich euch gerne, meine Damen und Herren. Was geht? Ich bin wieder da. Guti. Jetzt nochmal gucken. Zeitverschiebung selbst steuern. Abbruch weiter. Waren wir jetzt eigentlich da drin? Nee, ne? Machen wir Abbruch. Solange ich nichts mache, falle ich auch nicht runter, oder? Nee. Solange ich nicht renne, ist alles cool. Gut. Hier ist einfach nichts. Ist okay. Völlig legitim. Nein, nein. Machen wir einfach direkt weiter. Ach, lol. Man fällt direkt runter, wenn man anfängt zu rennen. So, ihr könnt mir aber glauben, dass mir das nicht nochmal passieren wird. Not again, my friends. Soll das 4 sein da unten? Aber 4 schreibt man doch römisch anders. Da, das da, wo wir jetzt sind. Ist es 3 oder ist das... Ist das 4? Ich bin verwirrt. Machen wir mal Abbruch. Nee, da ist 1, da ist 2, da ist 3. Hä, seit wann schreibt man denn römisch 4 so? Hä? Das ist aber Fake News, Leute. Das ist ja nicht ein Strich und ein V. Sa,
Prinzesswächter, meine Damen und Herren. Die ultimative Waffe für Aeris. Nee, no shit, ist wirklich so. Doppelte Schlagkraft, wenn Freunde kampfunfähig werden. Tja, ich glaube, dass wenn man Cloud und Yuffie kaputt machen würde, dann wäre die Waffe eigentlich gar nicht mal so schlecht. Tja, und wenn man die Fassungen so anschaut, nices Teil. Naja, egal, aber was soll's. Wir lassen das so und wir machen jetzt auch was ganz anderes. Wir schmeißen von Aeris gleich was weg, wenn ich es hinkriege. Hä? Wie kann ich denn einfach de-equippen? Ich will einfach nur de-equippen. Ah. Ich will einfach nur... Moment. Verdammter Axtmann! Kreis, Ausrüstung. Weg damit. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwie Ausrüstungen einfach entfernen kann von den Charakteren. Ich habe irgendwie das Gefühl gerade, nein. I don't know. Ich krieg's gerade nicht hin. Ist egal. The best I can do. Ist genau so zu machen. So, Leute. Ich würde sagen, jetzt stellen wir den Zeiger einmal mal um. Auf die 5. Da müssen wir auch hin. So, allerdings lassen wir das aber erstmal so, wie es jetzt ist. Abbruch. So, es ist Zeit. Ich kann weiter. Gut, das heißt, wir steppen jetzt einfach mal zurück. Gut. Und betreten den Raum wieder. Wo wir dann wieder sagen, wir wollen es selbst steuern. So, dann beschleunigen wir einmal. Ja, genau so. Okay. Sollte passen. Es ist Zeit, du kannst weiter. Okay. Ich hatte mich übrigens wohl vertan, meine Damen und Herren. Wir dürfen jetzt nur nicht zu 6 raus, glaube ich. Oder... Nein! Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben wirklich. So, ihr könnt mir aber glauben, dass mir das nicht nochmal passieren wird. Not again. Of course! Nee, ernsthaft jetzt. Gar keinen Bock hier nochmal runterzufliegen. Jetzt aber wirklich. Abbruch, weiter. So, jetzt, ne, warte ich aber. Ist mir fuck egal. I don't care. Ich werde diesmal nicht runtergeschmissen. Nö and never. So. Schmuckband! Yes, sir! Das ist eine Schleife, wenn ich mich nicht täusche. So, Menü, weiter, weiter. So, jetzt bitte schnell machen, bevor ich wieder runtergeschmissen werde. Kriege ich einen Ausraster hier. So, wie gesagt, nichts zu 6. Und ich glaube, auf diesen dicken Zeiger kann man theoretisch rennen. Ich glaube, da war das alles hier relativ safe. Aber, nee, ich traue mich nicht mehr. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr. Ich habe diesen Weg jetzt... zu häufig gegangen, um ehrlich zu sein. So, dann beschleunigen wieder einmal das Ganze. So, da sind wir bei der 7. Und 7 klingt doch gut. Weiter. So, jetzt lassen wir uns aber nicht von dem anderen Zeiger runterkicken. Das geht gar nicht. Hoffentlich können wir so auch nicht runterfliegen. Würde sich aber anbieten, wa? Ich würde es dem Spiel zutrauen. Ich traue mich nicht mal jetzt rüber zu gehen. Geh ganz weit weg. Genau. Genau. So, was haben wir hier für einen Schatz? Ich bin genauso gespannt wie ihr. Trompetenmuschel, okay. Weiter. Genau. Vielleicht sind wir vorhin aber auch nur runtergefallen, weil der Zeiger auch drüber gekommen ist. Vielleicht können wir eigentlich tatsächlich über den Zeiger rennen. Nur nicht über diese Fläche hier vorne. Okay, hier können wir rennen. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar.
So, haben wir in der 8 überhaupt was drin? Komm, wisst ihr was? Ich guck mal nach eben. 8. Ist in der 8 was drin? Oh ja, da ist was drin. Ja. Zu 8 sollten wir vielleicht noch reingehen. Es ist Zeit. Okay. Aber auf der Fläche rennen wir jetzt nicht. Und hier... Ha! Da kann man auch noch drauf rennen. Gut, alles klar. Also nur auf der runden Plattform nicht. Und wenn der Zeiger zu nahe kommt, dann haben wir Arschkarte. Jetzt habe ich es gelernt. So, und jetzt lasst uns mal weitergehen zu 6. Aber vielleicht vorher abspeichern. Abbruch. Okay. Wunderbar. Das hat doch alles total reibungslos funktioniert. Ausruhen. Genau. Und vielleicht jetzt nochmal speichern. Und dass mein Zorn jetzt wieder weg ist, ist mir... ist mir eigentlich gerade scheißegal. Und eigentlich hätte ich eigentlich einen drüber speichern können. Aber ist egal. Wir speichern eine 30 mal ab und dann ist gut. Zeit zurückdrehen. Wunderbar. Nein. So. Okay. Ja, ja. So, jetzt warten wir aber. Nicht, dass hier wieder ein Unglück geschieht, ne? Sieht gut aus. Sieht besser aus. Oh, so langsam sollte die Hitbox aber weg sein. Wunderbar. Gut. Zur 6. Hey, verschlossen. So ein Mist. Wir müssen ihn fangen. Du musst müde sein. Ich will nach Hause. Ja, schon, aber bald ist alles überstanden. Der Wächter mit dem Schlüssel für die Tür bewegt sich nach einem bestimmten Muster. Merke dir die Türen, durch die er ein- und ausgeht. Merke dir sein System und fang ihn am Ausgang ab. Ja, genau. Oh ja, wenn du nach links läufst, kannst du vom Felsen runterspringen. Aber hier rechts kann ich nicht runterspringen. Okay, ist okay, cool. So, zack, dann gehen wir einfach mal hier lang. Wenn wir da lang gehen, kommt er also aus der Tür raus. So, dann gehen wir wieder hier lang. Und er kommt aus der Tür raus. Ja, habe ich mir gemerkt, wohin er geht? Nein, natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Außerdem, ich glaube, es ist nicht notwendig, sich das Muster zu merken, tatsächlich. So, gib mal her den Stuff. Panzerfaust. Gut. Wo kommen wir raus? Oh, warte mal. Wenn er unten rechts reingeht, kommt er wo raus? Oben links? Irgendwann mal laufen wir den sowieso entgegen. Auch wenn es nur Zufall ist. Ich habe gerade überhaupt nicht drauf geachtet, wo der rausgekommen ist. Ist aber egal. Pff. Keine Ahnung, hier rein? Nein. Hä, wohin mit seinem Leben? Hm, wenn wir jetzt da hochgehen, dann kommen wir da auch oben raus, oder? Oben rechts, wisst ihr doch, oder? Wir kommen doch an selben Stelle raus wie er auch. Oh, nee. Hä? Bin verwirrt. War das nicht hier genau entgegengesetzt?
Ach ja, das wird wohl eine Weile dauern, ey. Wartet mal. War das Türchen unten links nicht das wirklich oben rechts? Oh, ich hab keine Ahnung. Ja, als ob ich einen Clou hab. Was ist, wenn wir den einfach hinterher rennen? Hab dich! Tür geöffnet! Schlafe, schlafe. Ausruhen, speichern, vergiss es. So, Tür geöffnet, das heißt, wir dürfen jetzt einfach hier nach oben. Irgendwie. Aha. Dankeschön. Das hier ist der Saal mit den Wandmalereien. Wo bist du? Sephiroth! So kalt. Ich bin immer an deiner Seite. Komm. Großartig. Ein Raum voller Wissen. Ich verstehe nicht, was du sagst. Sieh genau hin. Wohin? Das, was das Wissen des alten Volkes mehrt. Ich werde eins mit dem Planeten. Irgendwie finde ich das gerade amüsant, wie sie für heute einfach hier durch den Bildschirm jumpt die ganze Zeit. Immer wieder und wieder. Mutter, gleich ist es soweit. Bald werden wir eins. Auf welche Weise gedenkst du, eins mit dem Planeten zu werden? Das ist ganz einfach. Wenn der Planet verletzt ist, sammelt er spirituelle Energie, um die Wunde zu heilen. Wie viel Energie sich ansammelt, richtet sich nach dem Ausmaß der Verletzung. Was würde bei einer Verletzung passieren, die für den Planeten lebensgefährlich ist? Stell dir vor, wie viel Energie sich dann ansammeln würde. Und ich werde mitten in dieser Wunde stecken. Und die grenzenlose Energie wird mir gehören. Indem ich mit der gesamten Energie des Planeten verschmelze, werde ich zu einer neuen Lebensform, zu einer neuen Existenz. Ich werde mich mit dem Planeten vereinen und nicht mehr in meiner bisherigen Form existieren. Und so werde ich als Gott wiedergeboren und herrsche über alle Seelen. Eine Verletzung, die ausreicht, diesen Planeten zu zerstören? Den Planeten verletzen? Sieh nur das Wandbild, der ultimative Zerstörungszauber Meteor. Das wird niemals geschehen! Weißt du, wer sich das einfach mal aus, es wäre, sie führt gerade auf den übelsten LSD-Trip, Mann! Wach auf! Wo bist du, Sephiroth? Warte, Cloud! Cloud! Cloud, was tust du?
schwarze Materia. Meteor rufen. Cloud, reiß dich zusammen. Cloud? Ich bin Cloud. Wie soll ich... Ich erinnere mich jetzt. Cloud. Hm? Was ist los? Stimmt was nicht? Nein, alles klar. Mach dir keine Sorgen. Okay, Cloud, oder? Sephiroth ist weg. Keine Sorge, ich weiß, was er meint. Das muss der Meteor sein. Hä? Verstehe ich nicht. Hier wird's dann wohl drunter drüber gehen. Also Zauber. Genau wie Sephiroth gesagt hat. Der ultimative Angriffszauber Meteor. Durch diesen Zauber werden kleine treibende Asteroiden eingefangen. Und dann kracht's. Dieser Planet wird vielleicht ganz ausgelöscht. Sephiroth! Nein, ich bin es nicht. Alrighty, guys. Hier sind wir. Hauch des roten Drachens. Tja, wir versuchen einmal zu klauen. Da gibt's nichts zu stehlen. Also, Meteorregen. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt versuche. Mega Abwehr. Und Regen auf alle. Oder auch nicht. Hardest fight ever. Und ein Drachen am Band haben wir bekommen. Irgendein Zeichen von Sephiroth? Er ist verschwunden. Jetzt klingt Aerys einfach mal weiblicher als Cloud. Okay. Materia Bahamut. Bahamut, meine lieben Freunde. Bahamut, habt ihr gesehen? Bahamut ist gut. Bahamut ist toll. Bahamut ist Bahamut. Ja, was ich damit sagen will ist... Ein Erdezauber auf alle? I don't care. So. Hier, diese extra HP. Müsste nicht eigentlich jeder von euch extra HP anhaben? Ja, außer du natürlich. Ja. Tja. Gute Frage. Was machen wir nun? Todesstoß verwenden wir nie, so gut wie nie. Vielleicht leveln wir das auch einfach später. Wir haben lieber zweimal 10% mehr HP. Was ist das? Da steht etwas geschrieben. Schwarze Materia. Was? Du kannst lesen? Hey! Schwarze Materia. Was sollen wir tun, Cloud? Lass mal schütteln. Okay. Warte mal, ich frage. Ich verstehe nicht. Was? Wirklich? Sie sagten, der Tempel selbst sei die schwarze Materia. Was meinen Sie? Das ganze Gebäude ist also die schwarze Materia? Dieser gigantische Tempel? Das ist die schwarze Materia? Dann kann sie sich also niemand nehmen. Schwierig. Dies ist ein Modell des Tempels. Und darin befindet sich eine Vorrichtung, die mit jedem Rätsel, das du löst, kleiner wird. Doch nicht nur das Modell wird immer kleiner, sondern auch du. Am Ende ist es so klein, dass es in deiner Handfläche Platz hat. Wenn wir also das Rätsel lösen, wird die schwarze Materie immer kleiner und wir können sie herausnehmen? Tja, schon, aber es gibt einen Haken. Du kannst das Rätsel nur im Tempel lösen. Dummerweise wird jeder, der die Rätsel löst, im Tempel zerquetscht. Verstehe, das alte Volk wollte nicht, dass der gefährliche Zauberer auf einfache Weise aus dem Tempel geschafft werden kann. Wir lassen das Zeug einfach da, wo es ist, und verdrücken uns. Nein, wir müssen eine Möglichkeit finden, sie rauszukriegen. Denn Sephiroth hat Unmengen williger Helfer jeden Kalibers. Es bedeutet ihm nichts, ihr Leben für die schwarze Materie zu opfern.
Hier ist sie nicht sicher. Können wir erstmal nochmal anfassen. Also, was sollen wir tun? Hallo, Cloud. Hallo, Cloud. Das ist Cassid. Ich habe alles mit angehört. Vergiss mich nicht. Alles, was du sagst, ist absolut richtig. Du kannst meinen ausgestopften Körper für die Zukunft des Planeten nehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die schwarze Materie Sephiroth in die Hände fällt. Und Schindler darf sie auch nicht bekommen. Aber Cloud, uns bleibt gar nichts anderes übrig. Bitte hab Vertrauen zu mir, ihr alle. Pff, kommt nicht in Frage. Du bist vielleicht ein Dickkopf, Cloud. Bitte glaube mir, Cloud. Wie könnte ich? Du bist vielleicht ein Dickkopf, Cloud. Ich habe wohl keine andere Wahl. Also gut, überlasst alles mir. Beeilt euch bitte, ihr müsst hier raus. Ich warte am Ausgang. Okay, dann wollen wir mal. Was? Das ist das Letzte, was ich jetzt hier erwartet hätte. Ein Random Battle. Okay, ja, ist aber nicht so schlimm. Ich meine, haben wir ja schnell erledigt, würde ich sagen. Das ist hier, glaube ich, auch die letzte Gelegenheit, die wir haben, um von Aeris tatsächlich die Ausrüstungen zu entkoppeln. Wenn ihr das also nicht getan habt, dann tut ihr das hier. Ich habe natürlich absolut keine Ahnung, wie das geht. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal nochmal ins Menü und stelle dann fest, dass ich nichts machen kann. Nee, ernsthaft, ich weiß es aber nicht, wie ich das einfach trennen kann. Ob es einen Button dafür gibt? Weil ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Keine Ahnung. Ich kann das nur gegen irgendwas anderes ersetzen. Aber es gibt bestimmt einen Button dafür. Nur wie? Alles entfernen, das geht schon. Zum Beispiel. Aber für die Rüstung? Glaub nicht. Wegwerfen. Wegwerfen wollen wir bestimmt nicht. Ja, aber was Ausrüstung angeht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Jeden Knopf, den ich hier verwende, funktioniert nicht. Sehr, sehr schade. Ich habe keine Ahnung, leider. Naja, egal. Schlafi, schlafi. Okay, dann wollen wir mal speichern. Gut, meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal ein kleines Päuschen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Final Fantasy VII in aller Frische. So, ich bin jetzt weg. Ciao, ciao.